Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2 und wir spielen wieder den Modus Galaktischen Angriff. Nur komischerweise spielen wir wirklich immer wieder auf derselben Map mit denselben Seiten. Von mir aus. Deswegen spielen wir nämlich schon wieder auf Kamino. Fragt mich schon rum. Auf jeden Fall starten wir wieder. Mir fällt auf, eigentlich wollte ich gar nicht mit einer Angriffsgruppe starten, aber jetzt sind wir so da, bedeutet, wir nutzen das gleich. Wir müssen noch anscheinend in der Mitte laufen. Oh, ganz schlecht. Obwohl, so schlecht war es gar nicht. Ach du Kacke! Ja. Ich nehme alles wieder zurück. Ich wollte eigentlich mit schwer starten. Weil wir ja hier wirklich mehr so einen Stellungskrieg am Anfang betreiben. Mehr darauf ausgelegt ist, den Feind irgendwie wegzudrängen. Was zum Kack war das denn? So schnell, Leute. Hin. Mist. Wir können es ja jetzt nicht flankieren. Das klappt nicht so gut, wie ich es dachte. Da hätte ich jetzt eigentlich einen Angriffstruppler gebraucht, beziehungsweise einen Angriffsdruiden. Viermal schwer. Schwere Kohorte kommt. Wir müssen irgendwie versuchen, den Gegner wegzudrängen. Ich werde den Hauptgang benutzen. Okay, perfekt aufgeräumt. Erstmal nachladen, den Schild auch wieder. Oh, fuck. Warte mal, erstmal eine Granate rüberwerfen. Au. One hit. Okay. Die haben aber wirklich eine Menge Klonkrieger da. Die da den Punkt verteidigen an der Stelle. Ups. So, ich probiere es trotzdem weiter vorne. Wow. Der Sack. Fuck. Was machen denn unsere Leute? Wenn die Klone bei uns vorne drin stehen, bedeutet das schon was. Warum haben wir einen Sniper? Einen Sniper können wir eigentlich überhaupt nicht gebrauchen bei dem Teil der Map. Keine Ahnung. Wir müssen irgendwie auf jeden Fall jetzt reinkommen. Und dass ich immer am Anfang noch einen Schuss mitkriege, geht mir mega auf die Nerven. Wie zum Kack erwischt er mich da hinten. Und das schon wirklich sehe. Und das ist der erste in unserem Team, bin es eigentlich noch trauriger, wenn ich gerade reingespawnt bin. So Leute, ich brauche euch. Ihr müsst mit mir hier links kommen. Kommt mit. Kommt Leute. Okay, das war eigentlich gar nicht geplant. Aber egal. Leute, wir müssen irgendwie da rein. Ich brauche nicht pushen, das bringt mir persönlich überhaupt nichts. Den Hammer. Fuck. Den war ich nicht vorbereitet. Der wird mich jetzt pushen kommen, safe. Oder auch nicht. Komm, nicht pushen. Das bedeutet eigentlich, dass wir Probleme haben. So, jetzt müssen wir pushen. Voll kann ich drauf halten, um so viel mit wie nur möglich. Wir haben jetzt unseren Einmarsch. Okay, wir haben viel gemacht. Ein paar weggeholt. Wir brauchen jetzt nochmal komplette Unterstützung. Kommt, Leute. Wir sind drin. Das ist unsere Chance. Und das nutzen wir auch. Perfekt. Wir kommen immer weiter. Jetzt müssen wir eigentlich den linken Weg nehmen, damit wir quasi die Stellung halten und die Stellung nutzen. Kommt, Leute. So. So volle Kanne drauf, Leute. Einfach drauf. Alles, was ich kann. Nein, das ist nicht ganz so viel. Boah.
keine Chance. Kommt, Leute. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. So, was machen wir jetzt? Ich könnte auf den nächsten warten. Dafür habe ich eigentlich keine Zeit. Ich muss eigentlich sofort den Helden nutzen. Allein aus dem Grund, dass wir nicht bereit sind, jetzt quasi irgendwie gegen den Feind vorzurücken. Oh. Leute, pushen Sie. Wir sind nur 65 Leute noch. Hammer. Gut, weiter. Da oben ist... Fuck. Hammer. Held down. Nur leider habe ich gerade hier Schaden genommen und würde gerne woanders lang. Ich brauche euch. Nice, hab ich erwischt. Fuck. Was war das denn? Wie hatten die uns hier oben jetzt weggemacht? Okay. Wir müssen angreifen. Jetzt müssen wir komplett aggressiv spielen. Wir haben nur noch 50 Leute. Sollte alles geben, um auf die Landeflächen zu kommen. Und vor allem auch mal ein bisschen auf Entfernung schießen. Und vor allem aus Winkeln, wo wir sie treffen können. Mist. Ach, das war ein Gegner. Das war keiner von uns. Ja. Okay, den drüben haben wir langsam. Ich glaube, ich gehe auf Spezialist. Dann tun wir nochmal ein bisschen snipen. Als Drittbester im ganzen Match. So, Leute. Oh, fuck. Wir verlieren echt komplett das andere Ding wieder. Bin nicht getroffen. Lebt noch. Hammer. So. Oh oh. War was nicht ganz Gutes. Da hab ich Feinde. Zwei hab ich erwischt, der andere lebt noch. Schade. Was mache ich jetzt? Ich nehme das Raumschiff und versuche mit dem Raumschiff was zu machen. Ich muss irgendwelche Wege finden, um unsere Leute zu unterstützen. Also probiere ich es jetzt mit einem Raumschiff. So, jetzt muss ich versuchen. So, ein paar Wisch. Fuck, jetzt wär's wirklich schon anderen Leuten will. Jagd. So, warte mal. Da. Den Hammer. So. Okay, was müssen wir noch machen? Wir brauchen mehr Unterstützung da unten. Heißt umdrehen und neuer Kampfanflug. Fuck. Die haben das einfach zu sehr durchgehalten da unten. Und ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Aber egal. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Ich gebe taktische Unterstützung. Ach nein, erwischt. So, ach, kann ich gleich nochmal. Immer wieder rein da. Werd vielleicht sogar noch Erster. Ich glaube, ich bin Erster. Ja. Ich habe zwar alles gegeben, aber ich bin noch Erster. Schalte Signal ab. So. Und zeig mal an. Tada! Ich würde die Rückrunde bzw. die nächste Runde auf jeden Fall noch spielen. Da wir einfach nicht lang genug gespielt haben, meiner Meinung nach. Und wir werden wahrscheinlich jetzt auf die Gegenseite wechseln, also wir werden verteidigen. Ist natürlich für meine Fall so viel lieber gesehen.
Also prinzipiell auf Camino gerne verteidige. Auch wenn wir verlieren, ist immer sehr cool hier zu spielen. Also Camino ist für meine Bedürfnisse eine Map, die mir gefällt, genauso wie Endor. Obwohl ich auf Endor lieber angreife. Hier mache ich beides gern. Sonst, welche Maps gibt es denn noch, die wir in letzter Zeit noch gespielt haben? Ich meine, auf den meisten Maps spielen wir nicht mehr. Bisher nur noch an Kashyyyk, Camino und Endor. Den anderen habe ich bisher nicht gesehen. Oder ansatzweise gespielt. Naja. So, na dann. Bleibt zusammen! Clone Trooper. Achtung, Klone. Hier Kommandant Tech, CC2801. Und ich verpflichte euch für mein Regiment. Boah, ich würde mich so freuen, wenn die Entwickler von Star Wars endlich mal, also von Star Wars Battlefront, endlich wieder mal anfangen, so einen galaktischen Kriegsmodus im Singleplayer rauszubringen, wie damals bei dem vorigen Star Wars Battlefront 2. Dem, was vor dieser Serie gab. Ich habe es so gemocht, da mit den ganzen Klonen zu kämpfen und so. Hier mit den Multiplayer-Leuten zu kämpfen, natürlich auch cool. Aber schon so ein Singleplayer wäre auch mega geil, wo du einfach wirklich dafür sorgen musst, dass deine Leute, yo, erfüllen. Wow. Das habe ich nicht so erwartet, wie es gerade passiert ist. Aber auf jeden Fall, dass die Leute, also dass du quasi deine Fraktion, was jetzt hier die Klone wäre, voranbringen muss durch die Welten und so, wäre mega cool. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass das ansatzweise hier vielleicht mal passieren wird. Ich finde es ja schon mal cool, dass sie angekündigt haben, ein bisschen mehr in Klonus reinzugehen in dem Spiel, ein paar neue Helden rauszubringen und Maps. Das finde ich ja schon cool. Aber mir fehlt halt trotzdem so... Ui. Mist. Ja, da halt ein Thermal-Detonator. Mir fehlt es aber halt wirklich trotzdem noch, dass wir halt diesen Modus haben. Diesen Modus, wo wirklich nur du mit deiner KI zählst. Und deine Aktion. Hier ist halt wirklich immer dasselbe Spiel. Also, dasselbe Spiel ist relativ. Aber halt ein Multiplayer-Spiel, wo du immer dieselben Aufgaben hast. Ich würde gern auch hier reinhalten. Warum kann der mich da hinten durch erwischen und ich ihn nicht? Müll. Okay. Wir sacken gerade richtig rein. Aber ich glaube, da spielt auch viel dieses, wir sind unkonzentriert mit. So funktioniert es nicht. Wir müssen uns in die Anlage zurückziehen. Okay, die kommen von da. Müssen wir abwehren. Wie gesagt, das wäre cool, wenn das hier mal eingeführt wird oder so. Ich glaube nicht, dass das demnächst passieren wird. Nicht identifizierter Feind auf dem Feld im Einsatz. Ich würde es gern irgendwie schießen. Da kommt sie. Alles klar. Warum kann er so springen? Wir haben den davor uns auch gespielt und konnten das nicht. Egal, wir gehen mal mit einem Raumschiff rein. Drei Leute auch. Weil laufen tut es gerade überhaupt nicht. Und also versuche ich eher mehr eine passive Unterstützung zu sein wie eine aktive. Ich gucke, wen ich sehe. Ich halte mal voll drauf hier. Wie zum Beispiel da rein. Und jetzt fand ich es wieder komisch, wie ich da voll reingehalten habe und da trotzdem fast keiner erwischt wurde. Wie viel die aushalten, ne? Komm, Hammer. Hui, einer mal erwischt. Dann machen wir ein bisschen Raumschiff-Action. Okay, den haben wir unterstützt und getötet. Dann haben wir irgendwo noch einen da. Wo der Maus denn da hin? Da. Den haben wir. Perfekt. So, und jetzt müssen wir wieder das hier voll drauf halten können. Fuck, hinter mir ist einer, ne? Ich
Da. Fuck. Da hat mich einer von denen mehr erwischt. So, nimm mal den hier. Dann bin ich jetzt mal mehr ein Pilot. Auch wenn wir eh nicht viel machen und irgendwie viel ändern können. In der ganzen Lage hier. So, den haben wir. Fuck, der überlebt das. Muss er leider gerade nachladen. Den haben wir auch. Wo ist denn hier? Ach, hier ist das Feld. Ja, gut. So, ich sehe keinen. Ich muss mal gucken, ob ich was sehe. Da. Kommt, Leute, wir müssen voll drauf halten. Wir müssen besser werden. Verstärkung ist unterwegs, aber sie ist nicht rechtzeitig da, wenn wir nicht durchhalten. Rückzug in die Anlage. Los! Nix mit Rückzug in die Anlage. Immer schön drauf halten. Sieht in der Kaserne und im Hangar Stellung. Und schützt. Solange ich das noch kann, mache ich das. Wenn wir hier verlieren, haben wir nur noch eine Chance. Den haben wir. Den haben wir leider nicht. Solange ich noch kämpfen kann, mache ich das. Hab ich sie. Ich dachte, ich hätte sie selbst mit gerissen oder so. Okay, wir haben Chat-Hooper. Ein Chat-Hooper finde ich prinzipiell bei den Klonen mega geil. Und ich habe schon wieder nach oben gekämpft. Und leider sind die Gegner wirklich diesmal mega gut. Boosten. Ups. So, bedeutet, jetzt müssen wir alles geben. Den Hammer. Den Hammer. Den Hammer. Den Hammer. Den müssen wir unsere Verbündeten haben. So. Die Frage ist, ob ich hier nochmal Leute kommen oder. Ja. Beim ersten sind die schon wieder drin. Bin ich hier ernst. Okay. Rechts ist ein Held. Deswegen sind die da drin. Warte mal, vielleicht kann ich irgendwas reinschießen. Ich würde eigentlich gerne gucken gehen, will aber meinen Helden nicht verlieren. Ja. Warte mal, ich muss schnell weg. Dann geht es natürlich ganz so gut. Ich sehe dich. Alter, ich will nicht kommen, so dich kann ich jetzt. Ah, fuck. Leider nur unterstützend. Okay, die kommen jetzt alle da raus. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Da kommt nämlich jetzt jemand raus, der mir nicht gefallen wird. Da, da. Ist durch. Fuck. Keine Chance, wenn die Helden da kommen. Mach ich auf. Fuck. Die haben uns rausgetrieben. Es wird nichts mehr. Noch ein Versuch, bevor wir die Kaserne verlieren. Das hat sich so erledigt. Ich kann nur probieren, irgendwas zu machen. Okay. Unsere Verstärkung ist schon ganz nah. Aber das ist unsere letzte Chance. Ich komme nicht wirklich zurück gerade. Bitte boosten, bitte boosten, komm. Okay, so Leute. Komm bisher zurück und dann müssen wir sie erst wieder aufhalten. Mist, da kam noch keiner. Da kommen sie. Voll, der kann nicht draufhalten. Mist, da hab ich nicht gut getroffen. Fuck. So, und zurück. Ich muss hier rechts hin. Fuck, da kommt was, was ich Siff schimpft. Ich muss weiter zurück. Gott, ich kann jetzt mal zurückdrängen. So, Leute. Defensiv, aggressiv.
Fuck, die kommen immer weiter vor. Mist, zu viel geschluckt. Wir sind hier viel zu weniger. Die werden uns wegpushen. Wo bleiben denn unsere Mates? Ah, die sind da drüben durch. Obwohl, die haben zu lange gebraucht. Wir haben noch mal eine Chance. Oh, fuck. Nein. Schade, jetzt sind wir nochmal gestorben. Wir haben nicht mal genug Credits für den Helden. Ist diesmal zwar nicht ganz so gut, aber auch nicht schlecht. So, normales Heben. Wir werden damit ihren Helden durchmarschieren, ich weiß das. Wir werden jetzt nach und nach ihre Helden einsetzen, bis sie vorne bei uns sind. Ja, die sind schon hier. Wir haben einen Dorfmaul hier. Tötet das Biest. Keine Chance, die sind drin. Das war halt das, was ich meinte. Die werden mit ihren Helden, wie nennt man das? Der Kern wird abgeschaltet. Systematisch vorrücken, bis die irgendwann bei uns sind und dann war es gerade vorbei. Und hier werden wir gerade schon an unserem Spawn aufgehalten, durch Helden. Das ist dann halt quasi ein Nachteil, den wir haben. Keine andere Wahl. Wir müssen die Abschaltung verhindern. Keine Chance. Die haben uns halt jetzt quasi am Spawn weggesperrt und das war's für uns. Wir können quasi nur noch versuchen, immer wieder reinzurennen und zu sterben, aber irgendwie was dagegen ausrichten können wir jetzt nicht mehr. Und damit endet es auch hier. So, dann würde ich schon sagen, damit endet die Folge zu Star Wars Battlefront 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.